Aha, wir sind also in einem neuen Bullenmarkt und das in einem Umfeld, wo die Zinsen immer weiter und höher als erwartet steigen dürften, weil die Inflation hartnäckiger ist als lange erwartet. Ist das wirklich ein tolles Umfeld für einen Bullenmarkt, wenn die Liquidität verknappt wird, wenn wir sehen, dass die Geldmenge M2 in den USA fällt, wie noch nie zuvor in der Geschichte, wenn wir sehen, dass die Bankeinlagen der Amerikaner kontinuierlich zurückgehen, wenn also Liquidität knapper wird, Geld teurer wird, dann soll ein neuer Bullenmarkt wirklich begonnen haben. Diese Erzählung habe ich nie geglaubt und glaube ich nach wie vor nicht. Und die Indikatoren haben es angedeutet, dass eine Wende der Aktienmärkte kommt. Es hat lange genug gedauert und na, ich war natürlich sehr früh, zu früh mit dem Timing. Aber wir haben jetzt sozusagen das stringente Motiv hinter dem, was die Indikatoren vorher signalisiert haben, mit negativen Divergenzen, die alle darauf hindeuteten, dass wir Dollarstärke sehen, dass wir einen Anstieg der Renditen sehen werden und dass wir Probleme an den Aktienmärkten sehen werden. Und so scheint es nun zu kommen. Schauen wir uns die Gemengelage mal an. Zunächst, wenn die Zinsen, so bemerkt es hier eine Analystin, länger höher sind, nämlich 5% oder darüber und nicht wirklich so schnell sinken, dann stellt sich die Bewertungsfrage für die Aktienmärkte, denn es wird ja der zukünftige Cashflow diskontiert, könnte man formulieren. Und wenn die Zinsen hoch sind, dann wird der zukünftige Cashflow von Unternehmen relativ weniger wert, um es mal plastisch zu formulieren, meine Damen und Herren. Und so haben wir immer wieder gesehen, dass im Umfeld steigender Zinsen die Aktienmärkte weniger attraktiv werden. Schon allein deshalb, weil Cash immer attraktiver wird. Cash gemeint in sehr kurzfristigen, sicheren Anlagen, die inzwischen auch über 5% abwerfen, nämlich so viel wie die sogenannte Earnings Yield von Aktien. Also, wir sehen, das könnte ein ziemlich heißer Ritt werden. Wir haben jetzt ein Kursgewinnverhältnis bei den US-Aktien im S&P 500 von knapp über 18. Wenn wir dann also eine Earnings Yield bei diesen Aktien haben von 5,5%, ich kriege aber schon für eine sechsmonatige T-Bill, eine sechsmonatige US-Staatsanleihe, auch schon über 5%, dann stellt sich die Frage, was tun? Und ja, da habe ich risikofrei sozusagen meine 5%. Bums, Cash ist attraktiver, mindestens gleich so attraktiv wie Aktien. Und lange hieß es ja in den Zeiten der Nullzinspolitik, Tina, there is no alternative. Jetzt habe ich jede Menge Alternativen als Investor. Dementsprechend sehen wir, dass die Cash Yield eben gleichgezogen hat mit der Earnings Yield. Das passiert meistens relativ kurz vor Rezessionen. Also das ist durchaus ein Omen, dass es da vielleicht auch für die US-Wirtschaft schwieriger wird. Zumal eben jetzt eine unglaubliche tektonische Bewegung an den Märkten stattgefunden hat. Wir hatten noch vor kurzem geglaubt, dass die oberste Marke, der Gipfel der Zinsen unter 5% liegen würde. Jetzt sind wir bei 5,3% und man erwartet, wie zum Beispiel Hatzius von Goldman Sachs, noch weitere 75 Basispunkte an Zinsanhebungen und keine Zinssenkung mehr bis zum Jahr 2024. Ergo Zinsen höher für länger und das ist für Aktien jetzt nicht das wirklich optimale Umfeld. Hier sehen wir nochmal diesen Anstieg der Terminal Rate, der in den Fed Fund Futures eingepreist ist, Transitory Inflation. Nein, die war nicht transitory, die ist ziemlich sticky, könnte man sagen. Da ist auch bisher nicht wirklich etwas zu sehen von Disinflation, wie Paul gesagt hat. Nur das Soft Landing, das könnte noch passieren, aber auch da sehe ich eine geringere Wahrscheinlichkeit. Schauen wir uns heute mal die Daten an. Erst hatten die Märkte kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu, eben mit dem mit dem Einkaufsmanager-Index aus den USA. Der war deutlich, deutlich besser. Und vor allem sprach S&P Global, die diese Daten erheben, davon, dass sich jetzt der Inflationsdruck weg verschoben hätte von den Lieferketten auf die Lohnentwicklung. Und das ist das, was wir in den 1970er Jahren gesehen haben. Damals ja dieses Ölembargo,
durch arabische Staaten, dadurch der Ölpreis nach oben geschossen, dadurch die Lebenshaltungskosten der Leute maßgeblich gestiegen. Dann wollten die einen Ausgleich für ihre gestiegenen Kosten, für die gestiegene Inflation. Also haben sie höhere Lohnforderungen gestellt. Dementsprechend zogen dann die Löhne an. Dann fangen die Unternehmen irgendwann an zu sagen, Leute, das ist zu teuer. Jede Arbeitskraft kostet mich zu viel. Das kriege ich am Markt gar nicht mehr mit meinen Produkten erwirtschaftet. Also entlasse ich Leute und dann kommt eben diese Rezessionsspirale. Das ist das Spiel, wie es diesmal wahrscheinlich auch laufen wird. Es wird ähnliches sein wie in den 1970er Jahren und Morgan Stanley, respektive Mike Wilson, hat es gesagt, die Bärenmarkt-Rallye hat im Oktober begonnen zu nachvollziehbaren Bewertungen und hat sich jetzt in eine Speculative Frenzy based on a Fed Pause Pivot entwickelt, aber der kommt eben nicht. Es gibt diese Wende der Fed absehbar nicht. Und ja, Frenzy, wirklich eine Gier, die derzeit da der Fall ist mit diesen Optionen, vor allem die hier maßgeblich für den Anstieg auch mechanisch mitverantwortlich waren. Hier sehen wir mal, Stocks tend to fall when earnings per share growth turns negative. Genau das ist der Fall. Nicht nur haben wir sehr sportliche Bewertungen, sondern wir haben jetzt eben auch die Situation, dass die Gewinne der Unternehmen nicht mehr steigen, sondern leicht rückläufig sind. Das ist natürlich jetzt nicht wirklich so ein großartiges Umfeld und wir sehen jetzt ein neues Hoch der Renditen in den USA, höchster Stand seit November 2022. Wir sehen den VIX mit dem höchsten Stand seit Dezember, also das Volatilitätsbarometer. Wir haben die schlechteste Berichtssaison oder die schlechteste Earnings seit dem dritten Quartal 2020 und es sind 50 Basispunkte an weiteren Zinsanhebungen von den Anleihemärkten respektive den Fed Fund Futures eingepreist worden. Fühlt sich so an wie im September, August, September, als die Märkte sich auch erstmal von diesem Fed Pivot, von der Wende der Fed verabschieden mussten, um dann Mitte Oktober ein Tiefe zu generieren. Hier sehen wir jetzt, dass die Märkte sogar eine 24% Chance inzwischen einpreisen für einen 50-Basispunkte-Schritt im März der Fed, also 0,5% Anhebung. 26% Chance, dass wir 4 Zinsanhebungen noch bekommen. 5% Chance, dass wir sogar Zinsen in 2023, Leitzinsen von 6% sehen werden. Das ist der größte Shift, die größte Bewegung in Sachen Hawkishness, in Sachen Zinserwartungen eben seit dem September 2022. Und hier das, was ich schon angesprochen hatte, hier die Geldmenge M2 in den USA, die sinkt so stark, seit man diese Daten erhebt, nämlich seit 1959 nicht mehr. Und das ist nicht die Voraussetzung für einen Bullenmarkt. Ein Bullenmarkt braucht Liquidität. Diese Liquidität hebt alle Boote, aber wir werden sehen, wenn diese Liquidität eben jetzt weniger wird, wer alles ohne Badehose gebadet hat. Und da wird sich dann manches Unschönes zeigen. Und dann haben wir ihnen erzählt, das sei ein neuer Bullenmarkt und man lacht sich schlapp. Ja, viele nehmen das ernst oder haben das ernst genommen, wie ich aus den Kommentaren immer wieder gesehen habe. Hier sehen wir nochmal den VIX. Volabarometer, das jetzt aus dieser fallenden Wedge nach oben ausgebrochen ist. Oben im RSI, im oberen Chart, sehen wir eine positive Divergenz. Wir sehen aber auch, dass die Volatilität der Volatilität ansteigt. Also der VWIX, das deutet darauf hin, dass jetzt das Absicherungsbedürfnis vieler Marktteilnehmer immer größer wird. Kein Wunder, denn das Put-Call-Ratio, also das Verhältnis von Puts, von Wetten auf fallende Märkte, ob als Absicherung oder als Short-Wette, Zu-Calls ist geradezu implodiert in den letzten Tagen, während das Call-Volumen, also die Wetten auf steigende Märkte, vor allem mit diesen Zero-DTE-Optionen, die am selben Tag noch verfallen, massiv gestiegen ist. Wir hatten Anfang Februar ein neues Allzeithoch, also wir haben eine FOMO-Situation, die Privatzocker vor allem, die wollen nochmal richtig Geld verdienen, weil ist ja neuer Bullenmarkt und jetzt kehrt sich plötzlich das gesamte Narrativ um, jetzt ist das gesamte Narrativ, kann man im Prinzip in den Müll schmeißen, das jetzt in den letzten Wochen der Fall war. Jetzt sehen wir, dass auch die Most Shorted Stocks, also die am meisten geschorteten Aktien, in Schwierigkeiten kriegen, dann so Trash wie Bed Bath & Beyond mal eben heute 11%, also die, die praktisch schon insolvent sind, aber dann nochmal nach oben gejazzt wurden, die werden jetzt auch langsam abgestraft. Wir hatten heute
Zahlen von Home Depot, sehr, sehr schwach, Aktie deutlich unter Druck, 5% jetzt. Walmart, die Aktie hat sich erholt, die Zahlen waren eigentlich gut, aber der Ausblick, der war doch sehr fragwürdig, könnte man sagen. Da sagt man hier, es gibt ein große, viel Unsicherheit über das, was passiert, welche Auswirkungen die Straffung der Geldpolitik durch die Fed haben wird. Es ist ein sehr schwieriges makroökonomisches Umfeld. Wie gesagt, die Walmart-Aktie hat sich erholt, aber andere haben sich nicht mehr erholt. Und vielleicht nochmal hier eine Grafik, die ich von Mario Lochner entnommen habe, wenn er das erlaubt. Jedenfalls sehen wir hier, was passiert in Zeiten steigender Inflation und fallendem Wirtschaftswachstum, Stagflation. Und mir deucht, das könnte jetzt eine solche Zeit sein, dann handeln noch am besten wohl Rohstoffe und Edelmetalle. Noch am besten heißt aber nicht zwingend, dass sie steigen, und das ist nicht gerade die Zeit eben für Nasdaq-Titel, die ja, für Tech-Werte, die ja zuletzt am stärksten gestiegen waren. Also das, was am wenigsten Sinn gemacht hat, ist am deutlichsten gestiegen, vor allem unprofitable Tech-Unternehmen. Aber jetzt kommen wir mal zum geopolitischen Geschehen, heute ja die Rede von Putin. Da sind so ein paar Aufnahmen gemacht worden von Leuten, die diese Rede unheimlich spannend fanden. Da sehen wir Lavrov zum Beispiel, andere, die da fast eingeschlafen sind. Aber es hatte schon etwas, diese Rede hatte es schon in sich, wie Gerhard Mangott hier sagt. Nämlich, Putin hatte wörtlich gesagt, es geht nun um die staatliche Existenz Russlands. Genau diese Formulierung steht in der Nukleardoktrin Russlands und wird als Bedingung genannt, dass Russland Nuklearwaffen in einem konventionellen Krieg einsetzen kann. Jetzt sehen wir den chinesischen Außenminister Wang Yi in Moskau heute. Wir sehen auf der anderen Seite, dass jetzt ein Besuch von Xi Jinping in Moskau angekündigt wurde. Jetzt ist die Frage, China will ja in irgendeiner Form vielleicht vermitteln im Ukraine-Krieg. Kann man das tun? Wie kann Putin sein Gesicht wahren, wenn es dem so wäre? Jedenfalls gibt es da ein Fünkchen Hoffnung, dass die Chinesen das hinkriegen. Allerdings, bisher haben sie sich als nicht sehr tatkräftig und zuverlässig erwiesen. Kommen wir nochmal zurück jetzt zum Geschehen hier in Europa. Hier sehen wir deutsche Wirtschaft. Da sehen wir einen relativ starken Dienstleistungssektor, aber eben einen sehr schwachen Gewerbesektor. 46,5, also Schrumpfung, das ist deutlich schwächer noch als im Vormonat. Also wir sehen, Gewerbe profitiert offenkundig nicht von einer irgendwie gearteten Wirtschaftserholung, sondern nur der Dienstleistungssektor. Kein Wunder, Gewerbe leidet natürlich auch stärker unter den hohen Energiekosten. In Reaktion auf die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland und Europa heute dann die zweijährige deutsche Anleiherendite auf den höchsten Stand seit 2008 gestiegen. Diese Anleiherenditen, etwa die Bundesanleiherendite, ist wichtig für die Pfandbriefe. Die Pfandbriefe wiederum definieren Hypothekenzinsen, also zu welchen Zinsen Banken dann Immobilienkredite vergeben. Auch hier also Entzug von Liquidität respektive Geld wird teurer. Das ist eine Top-Voraussetzung für einen Bullenmarkt. Natürlich auch für die Credit Suisse, die heute ein neues Allzeittief erreicht hat. Nachdem der CEO von Credit Suisse noch vor einigen Tagen davon gesprochen hatte, dass diese Geldabflüsse von Vermögenden aus der Credit Suisse doch praktisch gestoppt seien. Jetzt haben Daten gezeigt, nee, dem ist nicht so. Jetzt will die Schweizer Bankenaufsicht die Sache untersuchen. Also das ist sozusagen Lehman in spe, ist das sozusagen der Unfall, der sich lange ankündigt hier in Europa, eine Credit Suisse. Wir werden sehen. Wir sehen auch, und das nochmal auch in Sachen Gewerbe, dass der CO2-Preis sich seit dem Jahr 2020 verfünffacht hat auf jetzt 100 Euro, also diese CO2-Zertifikate, die diejenigen erwerben müssen, die eben CO2 emittieren. Hier sehen wir mal diesen drastischen Anstieg. Das geht natürlich auf die, oder das frisst an die Substanz der Firmen, die eben CO2 produzieren. Und jetzt sehen wir hier mal rechts diese Grafik. Was ist der größte Spender von Elektrizität? Mit welcher Technologie in Deutschland ist das? Kohle ebenso wie in Polen, jetzt sagt Clemens Fuß, IFO-Chef. Also, es wird nicht gehen, dass wir bis 2030 aus der Kohle aussteigen, wenn wir aus der Atomkraft ausgestiegen sind. Denn wir haben natürlich einen erhöhten Strombedarf durch Elektromobilität, durch Elektrifizierung industrieller Prozesse, durch
Wärmepumpen. Jeder Neubau ist jetzt mit einer Wärmepumpe versehen, funktioniert bekanntlich mit Strom. Sehr stromintensiv alles, also immer höherer Strombedarf bei gleichzeitiger Einschränkung eben der Stromerzeugung durch Abschaltung von Atomkraftwerken etc. Die Windräder sollen es richten. Ja, bauen wir noch 5000 hin, aber wenn der Wind stark weht, dann muss ich die leider großteils wieder abschalten, weil das Netz eine definierte Spannung braucht und wenn zu viel von produziert wird von diesen Windrädern, dann habe ich da wieder ein anderes Thema. Also es ist letztendlich eine nicht wirklich überlegte, nicht wirklich durchdachte Konstruktion, die auf sehr viel Hoffnung basiert, diese deutsche Energiewende. Mal sehen, wie sie ausgeht. Immerhin, wir sehen Diesellieferungen aus Russland, $35 billiger als Konkurrenz am 5. Februar. Hatte ja die EU-Sanktionen gegen Russland verhängt. Ich habe mir den Dieselpreis an den Tankstellen mal angeschaut. Der ist nicht gestiegen. So konnte man noch unter 1,70 wieder Diesel tanken. Obwohl ich das nicht tanke, by the way. Aber Schwamm drüber jedenfalls sehen wir. Das könnte doch den Russen durchaus schaden, respektive dem russischen Haushalt durchaus Schmerzen zufügen. Das ist die erste Empfehlung für heute, meine Damen und Herren. Zweite Empfehlung, wie schaut es denn jetzt aus mit dem Goldpreis? Heute sind wir auf $1,819 gelaufen. Haben die erstmal gehalten, sind dann wieder rauf. Ich bin ja bekanntermaßen nicht aus genereller Überzeugung, sondern aus trading-technischen Gründen short in Gold. Das gibt bei meinem Broker, by the way, ziemlich gute Zinsen, weil eben der Dollar ja deutlich gut verzinst ist, fast bei 5%, Gold aber nicht. Wie gesagt, das ist keine Überzeugungsposition, dass ich Gold schlecht finde. Gold ist gut, mit Sicherheit. Aber wie schaut es denn da jetzt aus? Das würde ich Ihnen auch noch als Artikel empfehlen. Also zwei Empfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao.